Es ist Punkt 10 am Donnerstag, dem 21.07.2016. Hier meldet sich Berlin. Jens Scharnowski von Outper Markets. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Forex und CFD ist täglich, jeden Tag ein Trade hier für Deutschland, also auch heute am Donnerstag, dem 21. Juli. Trotz Hochsommer und trotz Urlaubszeit, viele sind dabei. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Morgen nochmal in die gesamte Runde. Mir gehören hier in Berlin die ersten ein, zwei Minuten mit dem Proforma-Ding, bevor dann gleich der Daytrader des Tages, heute Jochen Schmidt, übernehmen wird. Begrüßt habe ich Sie. Titel sehen Sie eingeblendet. Dann gehen wir direkt zur zweiten Folie. Risikohinweis immer zu Beginn bei Admiral Markets. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, leider auch die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie gerne mit einem Demokonto, machen Sie mit dem Trading, der Handelssoftware und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich dann sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto starten. Execution only auf Neudeutsch. Wir machen niemals persönliche Anlageberatung. Wir geben immer nur allgemeine Hinweise, allgemeine Tipps. Werfen einen allgemeinen Blick auf den Markt. Wir können Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis sehen Sie hier unten rechts als blauen Link hinterlegt. Auf der Webseite von admiralmarkets.de können Sie den gerne komplett durchlesen und anschauen. Insbesondere hier bei Punkt 10 bitte auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen. Darum soll es nicht gehen. Es geht eher darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines erfahrenen Daytraders zu werfen. Wie bekommt er die Trading-Idee des Tages? Wie managt er den Trade? Und so weiter und so fort. 5 Tage, 5 Trader. Jeder hat seinen eigenen Stil. Heute sind Sie dabei. Schön, wenn Sie es auch mal zeitlich schaffen, die anderen Tage mitzumachen. Dann können Sie München, Würzburg, Berlin und Frankfurt erleben. Jeder mit seinem eigenen Stil. Gestern zum Beispiel der High-Speed-Day-Trader im DAX. Und Sie schauen mal nach, ob Sie da auch ein paar Sachen sich abschauen können. Andere Stile sind nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Hier tradet Deutschland, vielleicht auch Sie und natürlich auch Österreich und Schweiz ist herzlich willkommen. Wir haben nämlich etwas zu sagen. Reden ist Gold. Derzeit über 10 Live-Webinare in der Woche und ab August und ab September werden es noch weitere geben. Ab August starten wir Handeln mit Strategie. Ein neues wöchentliches Webinar von meinen Kollegen Georg und Aaron. Da geht es um die Indikatoren. Ausführlich jede Woche mal einen Indikator zusammen angeschaut. Da startet ab August und ab September startet täglich den ganzen September vom Zero to Hero, von 0 auf 100, wirklich bei 0 gestartet. Für alle, die sich für die Börse interessieren, aber meinen, noch zu wenig Wissen zu haben, werden wir den ganzen September jeden Tag ein Webinar machen, wirklich von 0 auf 100 gestartet, dass Sie dann zum Ende vom September loslegen können mit Traden. Gerne zum Empfehlen an Ihre Freunde, Bekannte, die auch für die Börse sich interessieren. September ist es dann soweit. Ja, und noch einmal bei Juli, den ganzen Juli noch, dürfen Sie, wenn Sie möchten, mit uns Happy Birthday feiern. Wir feiern Geburtstag, 5. Geburtstag in Berlin, weltweit 15. Geburtstag. Und als Geburtstagsgeschenk, alle neuen Bestandskunden dürfen den DAX quasi kostenlos traden. Ab 1.000 Euro neue Geldeinzahlung geht es los. Alle Details dazu auf unserer Webseite. Und wenn Sie mit uns sprechen möchten, natürlich per Telefon ist das möglich. E-Mail rund um die Uhr uns eine E-Mail schreiben. Und YouTube, fast alle Webinare wenig später als Videoaufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie mal vorbei, da gibt es auch Spezialthemen. Zum Beispiel der Trading-Simulator. Zum 1. Juli weltweit exklusiv gestartet, so nur bei Admiral Markets, hat kein anderer MT4-Broker, dass Sie auch endlich mit diesem Trading-Simulator MetaTrader 4 Ihre manuellen Trades testen können. Sehr, sehr beliebtes Video. Ich glaube, schon über 2000 Klicks seit knapp 10 Tagen erst online das Video. Schauen Sie mal vorbei, wenn Sie es noch nicht kennen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, das war es von mir und damit sage ich Hallo, lieber Jochen Schmidt, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, dein Blick auf die Märkte, leg los. Ja, guten Morgen Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ja, ich habe im DAX habe ich heute Morgen kurz was gemacht in einer recht ungewöhnlichen Zeit. Also bevor die Kasse eröffnet hatte, hatte ich hier eine Art Ausbruchshoch durch diesen Vortageshochbereich. Bin dann auch sehr schnell raus und habe das deshalb gemacht, weil die ganze übergeordnete Lage des Trendes mir nicht so richtig gefällt, wie wir es am Dienstag ja auch angesprochen haben. Und viele Leute werden jetzt sagen, ja, aber warum machst du denn nicht einen Ausbruch? Warum hältst du denn das nicht? Und ich sage, genau wegen dem halte ich es nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier im DAX eine Situation, ich analysiere die gleich, will aber auf etwas hinweisen, wenn es sich darum geht, Trading-Ideen für den Tag zu entwickeln. Und zwar diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich mache kurz die Stiftfarbe anders. So. Wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges Event. Und zwar um 13:45 Uhr ist der EZB-Zinsentscheid. Das ist eine Nachricht, wo es kräftige Verwerfungen geben kann im Markt. Und um 14:30 Uhr
ist die EZB-Pressekonferenz. Auch hier kann es zu großen Bewegungen, zu erratischen Bewegungen kommen. Im späten Nachmittag, dann 16 Uhr, haben wir nochmal hier im amerikanischen Markt der Verkauf bestehender Häuser. Aber die Teile hier, die sind für mich wichtig. Und ich sage so, man hat einen gewissen Erfahrungswert. Manchmal bewegen sich die Märkte sehr hektisch, bevor solche Nachrichten kommen. Manchmal kann es aber auch passieren, dass der Markt komplett einschläft, was ja wiederum recht gut passen könnte zu dem überlagernden Bild im DAX. Also bitte, bevor man jetzt zu viel Aktivität entwickelt im Trading, es ist manchmal gar nicht schlecht, auf solche großen Nachrichten auch im Forex-Bereich zu achten und die Nachricht, sage ich mal, sich austoben zu lassen, um dann eventuell in den Markt einzusteigen, wenn entsprechende Signale da sind. Also sehr, sehr wichtig im Zuge der Vorbereitung. Zurück zum DAX und zur Analyse dieses Marktes. Ich habe jetzt hier eine Limit-Sell-Order reingelegt. Sie sehen es, der Markt ist jetzt hier angekommen, hat die getriggert und sollte möglichst nicht hier weiter hochlaufen, sondern versuchen, nach unten zu gehen. Das soll ein schneller Trade werden, den ich hier gerade so aus dem Augenwinkel mache, wobei, sage ich mal nochmal, das Signal nicht astrein ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind im DAX im Aufwärtstrend hier untergeordnet. Wir sind heute Morgen über das Hoch, so lief kurz hoch, wurde dann abverkauft. Ja, und ich gehe in diesem Moment bei dem Trade, den ich gerade mache, gegen einen bestehenden Aufwärtstrend. Das ist immer riskant, deswegen habe ich eine kleine Positionsgröße. Also sprich, das Überschießen, das ist die Korrektur. Hier könnte der Markt nochmal steigen. Wenn der aber die Biege macht nach unten, wäre ich jetzt zum Beispiel im klassischen Korrekturhandel drin. Also ein Trade, den ich eher nicht so oft mache, hat sich aber im Moment durch diesen Aufbau des Marktes, kam mir diese Idee. Schauen wir mal, was draus wird. Wir erkennen, die Korrektur hier ist ein Abwärtstrend, aber auch nicht so richtig, ja. Ist immer das große Problem, wenn man sich jetzt gegen den Trend stellt. Ihr seht das, der Kurs steht jetzt gegen mich, ich müsste eigentlich gehen. Das ist immer die große Problematik, vor der ich warne. Ich bin aber dennoch nicht so richtig davon überzeugt, dass der jetzt nach oben durchmarschiert, ja, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir doch vielleicht einen verhaltenen, sehr schwankenden Handel bekommen und um 13.45 Uhr, je nachdem, kann der Markt auch richtig explodieren, ja. Okay, also ich gehe nochmal hier runter, muss den Trade genau anschauen. Ich habe ja mit zwei Kontrakten diese Short-Position. Stop liegt standardmäßig auf 15 Punkten. Und der Markt, oder besser gesagt, der Kurs sollte jetzt nicht weiter nach oben drehen oder gar dort schließen. Da muss ich die Position definitiv zumachen. Jens, ich spiele den Ball mal kurz zurück zu dir nach Berlin. Ja, wie immer dürfen Sie sich an unseren Webinaren live interaktiv beteiligen. Also nicht, wenn Sie bei YouTube das Video anschauen, sondern live dabei sind. Live ist immer ein Vorteil. Ihre Fragen, Ihre Wunschmärkte an die Daytrader immer gerne tippen. Und wenn es vor allem ein Thema ist, lesen wir es dort vor und kriegen live im Webinar die Antwort. Ganz stark gewünscht als Wunschmarkt heute ist Gold von unseren Teilnehmern. Werfen wir einen Blick auf Gold, bitte. Ja, gerne. Und wie schon gesagt, ich kann den Trade jetzt nicht managen. Ist ja auch kein Live-Trading-Webinar, was wir hier haben. Es war nur eine Idee für einen kurzfristigen Trade. Ganz kurz noch. Wegen diesem Aufwärtstrend. Der kann zwar weiter marschieren, aber man sieht es oft, dass der Markt doch nochmal nach unten zieht. Deswegen dieses Engagement von mir. Und jetzt muss ich zum anderen Markt drüber, was mir natürlich gar nicht gefällt. Aber ich mache das. Okay. Wir haben im Gold, ne, ich sage ja immer wieder, großer Abwärtstrend ist für mich raus. Wir haben deutliche Korrekturhochüberschreitungen. Wir haben sogar einen ausgebildeten Aufwärtstrend hier drin. Wenn wir uns, sage ich mal, etwas näher ranarbeiten, sehen wir einen Aufwärtstrend. Jawohl. Sehr, sehr steil, ich betone es immer wieder, und dieser Trend ist jetzt in der Korrektur. So. Ein wichtiger Tiefbereich liegt hier in diesem Bereich bei der 13.30 ungefähr, so wie es aussieht, arbeitet sich der Markt wohl an den ran und dann ist es interessant, dreht er vorher schon ab oder rutscht er eventuell unter diesen Tiefbereich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für mich bleibt der Aufwärtstrend so lange interessant, nicht jetzt um Long reinzuspringen, wir haben hier immer noch einen Abwärtstrend, ihr seht es, das ist die Korrektur, also da mache ich im Moment noch gar nichts. Aber das Tief hier, für mich ist es wirklich wichtige Tief hier bei der 12,50 ungefähr. Also der Markt sollte nicht darunter rutschen. Wenn er sich hier irgendwo fängt und vielleicht auch länger braucht, um wieder nach oben zu drehen, soll es mir recht sein. Sobald es soweit ist, suche ich nach Long-Signalen. Das ganz kurz zum groben Bild. Wenn wir uns ranarbeiten auf die Stunde, sehen wir genau das, was wir im Webinar auch angesprochen hatten. Ich sagte, ja, schau mal, hier steigendes Dreieck, jetzt aber nichts wie Long, Edge-Badge eben nicht. Ja. Wir haben immer noch eine intakte Korrektur am Laufen. Es ist ein intakter Abwärtstrend, der hier geht. Das, was hier hochkommt, ist nur die Korrektur. Für einen Long Trade in Richtung des übergeordneten Trendes gibt es im Moment schlichtweg kein Signal. Und es ist auch wichtig, auf welcher Trendgröße man das Signal herleitet oder versucht zu entdecken, um wieder long in den Markt zu gehen. Für mich ist hier nur eines am Laufen, ein voll intakter Abwärtstrend, ja, der durchaus sehr, sehr schwankend sein kann. Aber solange der intakt bleibt, werde ich im Gold nicht long gehen. Short will ich nicht gehen. Es ist einfach ein Korrekturhandel. Man schaut sich es nochmal an, ja.
Und überall oder immer dann, wenn der Markt an ein gewisses Level kommt, wird er auch wieder gekauft, fällt wieder in sich zusammen. Diesen Handel, der macht mich nicht sonderlich glücklich. Ja. Aber das ist so meine Meinung zum Gold. Long nach wie vor, bitte achtet auf die Tiefs, solange die intakt bleiben und erst long gehen, wenn, sage ich mal, entsprechende Signale da sind. Außer das große Tiefe unten wird durchschritten. Okay, dann würde ich eher auf neutral schalten. Wäre es so meine Meinung zum Markt. Ja. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Zweiter Wunschmarkt unserer Teilnehmer heute ist Brent, das Öl. Und ein Teilnehmer hat dazu eine Frage geschrieben. Schönen guten Tag, haben wir die Korrekturtiefs von Brent nun schon gesehen oder drehen wir später nochmals nach unten? Wenn ja, mit welchem Ziel? Was ist deine Meinung zu Brent? Jo, wir hatten den auch im Live-Trading-Webinar angesprochen. Ich wollte ja keinen Short-Trade machen an dem Tag, da standen wir hier. So, schaut euch das an, ist nochmal runter. Ja, also dieser Abwärtstrend, wie der René richtig sagt, ist die Korrektur. Moment, ich zeige es kurz vom größeren Bild hier. So. Ja, man kann jetzt drüber streiten, ja. Also das ist für mich immer noch ein intakter Abwärtstrend. Es sieht aus wie eine Korrektur, er läuft wie eine Korrektur. Viele Leute sagen auch, guck mal, fallendes Dreieck, der muss nach unten durch. Und ich sage so, das muss er nicht unbedingt. Hier ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass wenn er noch ein bisschen rumhandelt, vielleicht doch irgendwann ziehen könnte. Und dann hätten wir hier die Fortsetzung, ja, dieses Aufwärtstrendes oder sogar einen größeren Trendwechsel im Markt drinne. Deswegen im Moment ist der Markt, ich finde ihn recht schwer, wenn man nicht die Hochs und Tiefs erwischt. So. Und wenn man jetzt rein mal von den Trends arbeitet, erkenne ich halt hier schlichtweg immer noch einen Abwärtstrend. Der ist intakt, auch wenn es ja tierisch nach oben ging, ja, hier sich ein Trend aufbauen könnte. Aber schaut mal, er zieht nicht durch, im Moment zumindest nicht, zieht er nicht durch. Wenn der Markt nach oben durchzieht, also ist halt immer meine Meinung, ja. Ich weiß, dass der Fragesteller vielleicht ganz anders tradet oder ganz andere Ziele hat, aber für mich ist echt eins wichtig, wenn ich es jetzt hier auf der Stunde so anschaue, das Hoch an der 48,30, 48,40, das sollte raus sein. Jetzt nicht am Hoch reinspringen, um Gottes Willen, in die Long-Richtung, aber wartet einfach ab. Der Abwärtstrend hier ist sehr, sehr schwankend, er ist auch nicht mehr jung. Das bedeutet, man hat das Risiko, dass der Markt vielleicht längere Zeit hin und her läuft. Für kurzfristige Trader ist das nie gut, ja, die jetzt in die Long-Richtung gehen wollen oder auch in die Short-Richtung gehen wollen. Für mittelfristige Händler, da ist im Moment einfach nur Warten angesagt. Ja. Ich bin hier nach wie vor immer noch sehr, sehr zurückhaltend und möchte einfach sehen, dass zumindest mal der Abwärtstrend raus ist. Ja. Wenn der Markt weiterfällt, weiter runter macht, lasst ihn machen. Es hat korrektive Züge und es ist ja nicht das erste Mal, dass der Markt wirklich beginnt, nach oben zu drehen. Ja. Sorry, keine direkten Marken jetzt genannt, hier rein, da raus, klar. Aber das ist so meine Meinung zu diesem Markt. Ich hoffe, derjenige ist dennoch mit der Antwort zufrieden. Eine allgemeine Frage eines Teilnehmers. Hallo, ich bin hier zum ersten Mal dabei heute. Traden Sie den Stoppnachzug nach Bewegungs- oder Trendhandel? Ja, gute Frage. Es kommt darauf an. Also ich habe unterschiedliche Zielausrichtungen. Bestes Beispiel heute Morgen habe ich überhaupt keinen Stopp nachgezogen. Das war also rein das Überschießen der Hochs. Ein klassischer, schneller Scalp-Trade war das, ja. Also da mache ich jetzt wirklich nicht mit Trading-Stop rum und dergleichen, sondern das Ziel war einfach der Ausbruch drüber, der ist erfolgt, deswegen gehe ich dann aus dem Markt. Hier sieht es anders aus, bei dem Trade, den wir gerade eben laufen haben. Also ich gehe davon aus, oder ich wünsche mir, dass der Markt hier runtergeht, ja. Weil hier sind einige Tiefs, die könnte man schön abrasieren. Und da ist es zum Beispiel so, hier lasse ich ja den Stop da oben liegen, also in vollem Abstand bei 15 Punkte. Und wenn der Markt es wirklich schaffen sollte, nach unten Bewegung zu bekommen, würde ich den Stop dann auch trailen, ja. Je nachdem, wie der Markt verläuft. Aber ganz kurz, interessant an der Stelle, nochmal, es ist kein Top-Signal gewesen. Es ist einer der Trades, die man auf die Schnelle macht, ja, und ich betone es ja immer wieder, wir haben ein Demokonto, deswegen kann ich auch Trades machen, die nicht so ganz sauber sind. Wenn ich ernsthaft trade, sieht es anders aus, aber hier erkennt ihr den Kampf, ja. Viele gehen long. Die erkennen übergeordnet immer noch den Aufwärtstrend, auch wenn der weit gelaufen ist, und versuchen nochmal nach oben zu kommen. Gleichzeitig haben wir aber auch Leute, die sagen, ach, schau mal, hier haben wir doch einen Abwärtstrend, der große ist weit gelaufen, hier könnte doch zumindest mal ein kurzer Abverkauf reinkommen. Und das ist das Gehacke, wo wir jetzt im Moment drin sind, bis sich's entscheidet. Ja? So, und da muss ich einfach warten in diesem Moment. Ja? Ich hoffe, ich konnte denjenigen befriedigen mit der Antwort. Jens, ich gebe zu dir. Dann wünschen unsere Teilnehmer noch Euro, US-Dollar als nächsten Wunschmarkt. Ja, machen wir gern. So, hier sind wir aufs große Bild und das sieht echt nicht schlecht aus. Ja? Einmal vom Signal, wie man reinkommt, ist eine andere Frage. Also ich erkenne halt hier einen Abwärtstrend in einem sehr, sehr unruhigen, unschönen Gesamtbild. Ja, ich sage es immer wieder dazu. Wenn das Gesamtbild so durcheinander ist, hast du zwar manchmal Trends,
aber die laufen manchmal nicht richtig oder wollen nicht so richtig. Da möchte ich darauf hinweisen. Aber ich sehe hier einen Abwärtstrend. So, der geht in die Korrektur, kommt runter, macht kein tieferes Tief, geht hoch, macht kein höheres Hoch, kommt wieder runter. Das heißt, wir haben eine Trendverschachtelung. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und deswegen, ich beobachte den Markt, habe heute Morgen auch schon reingeschaut und wir haben hier einen ähnlichen Aufbau. Seht ihr das? Also der Markt steigt zwar gerade, aber der Abwärtstrend hier ist intakt, beziehungsweise hier leicht angeknackst. Ja, man muss ja mit den Trendgrößen arbeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn, mir wäre es recht, der zieht noch ein bisschen höher. Und zur Nachricht dann, EZB, Zinsentscheid, könnte man sich vielleicht vorstellen, dass der radikal diesen Satz nach unten macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt keine Trading-Empfehlung. Bitte, bitte nicht als Trading-Empfehlung nehmen, weil wenn ich die News angehen sollte, wäre es mir wurscht, dass der auch erstmal hochschießt. Da würde ich halt von weiter oben versuchen, nochmal das Szenario zu handeln, solange das ganze Gebilde intakt bleibt. Aber es ist nur eine Trading-Idee, denn das Signal auf dem Tageschart ist so schlecht nicht. Nochmal, ich betone, wir haben eine Trendverschachtelung vor einer Tiefzone und darunter liegt nochmal eine. Ob der Trend sich fortsetzt oder nicht, entscheidet der Markt. Das macht nicht die Markttechnik, das mache auch ich nicht. Also wenn zur Nachricht das Ding nach oben schießt, okay, musst du deinen Verlust begrenzen. Aber die Sache an sich ist interessant, weil wir haben hier einen kleineren Abwärtstrend, der könnte sich runterschieben, ist in der Korrektur. Wir haben einen überlagernden Abwärtstrend, einen größeren Abwärtstrend. Also das ist wirklich klasse, wenn das Ding nach unten gehen sollte. Wäre so jetzt meine Trading-Idee für den Euro, US-Dollar. Und nochmal, reinkommen ist die andere Frage, ja, beim Signal. Okay, ich gehe wieder zu dir, Jens. Einen Markt schaffen wir noch. Der Wunsch der Teilnehmer ist US-Dollar, japanische Yen, USD, JPY. Mhm. Genau. So. Und der hat sich jetzt endlich ein bisschen bewegt, hat, wenn man es genau nimmt, ein bedeutendes Korrekturhoch rausgenommen. Also das Abwärtstrend, wir haben jetzt längere Zeit schon Abwärtstrend hier drin, ne? Ist nicht mehr der jüngste. Viele Leute sagen auch, schau mal, Jochen, ist doch ein Wechselsignal. Ja, also es ist schon 1, 2, 3 tief, ne? Also ein Trendwechsel, wenn man es genau nimmt. Und interessant, läuft genau an diese Stelle heran und ja, dann braucht er ein bisschen, bis er rüber geht, schießt kurz rüber und jetzt beginnt die ersten wieder runter zu drücken. Also wenn ich diesen Trend hier nehme und sage, alles klar, ich habe einen Aufwärtstrend, hier ist ein Trendwechsel drin, dann ist jetzt meine Pflicht zu warten, dass die Korrektur kommt. Wirklich. Also hier oben reinspringen würde ich nicht. Wenn hier eine Korrektur kommt, die wieder zieht, das wäre natürlich top. Weil wir hätten ja eine Trendfortsetzung aus einem bestehenden Gebilde heraus und da ist es wirklich interessant, den Markt zu beobachten und vielleicht auch ein bisschen länger zu halten, weil ein Trendwechsel da ist und da drückt es manchmal etwas kräftiger wie in den anderen Gemengelagen. Wenn wir es uns auf dem großen Bild nochmal anschauen, haben wir halt ein Problem in Anführungsstrichen, hier dieser sägezahnartige Aufbau und da ist für mich der Abwärtstrend aber immer noch intakt. Befindet sich nur in der Korrektur. Das ist das große Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Du siehst schöne Trends untergeordnet, gehst jetzt in die Trendrichtung und irgendwann kriegst du den Hammer von oben ab. Und das kann man in der Regel vermeiden, indem man die höheren Zeiteinheiten auch betrachtet. Also ich würde ja definitiv versuchen, long zu gehen, wenn diese Korrektur, von der ich gesprochen habe, die da etwas tiefer kommt und Anstalten macht, wieder einzudrehen. Für mich ist eins wichtig, wenn das radikal passiert, also wenn der Markt richtig runterrutschen sollte, das darf er, der darf sogar ganz tief kommen, aber das letzte Tief, das letzte Trendtief sollte er in Ruhe lassen. Das ist ungefähr bei der 100, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, ja, so um den Dreh. Also wenn der Markt da runterrutscht, dann geht der Abwärtstrend weiter. Wenn der rutschen sollte und wieder kommt, wäre es gar nicht mal so schlecht, diesen Trendwechsel zu traden. Hier oben würde ich im Moment nicht long gehen. Wer short gehen will, muss sich halt auf eines einstellen, dass er, wenn er Pech hat, sehr Stillstandsgeschichten hat, dass er sehr schwankende Verläufe hat, oder die Korrektur angeht, ja. Wenn der Markt nochmal Geschwindigkeit aufnimmt, ist was anderes. Dann könnte es die übergeordnete Abwärtstrendbewegung nochmal sein. Wäre meine Meinung jetzt zum US-Dollar-Japanische. Vielen Dank für heute. Kurz, knackig, prägnant. 15 bis 20 Minuten ist hier immer Punkt 10. Morgen um Punkt 10 das nächste Webinar und natürlich vorher auch schon um 8.30 Uhr, wenn Sie möchten. Guten Morgen DAX, ungefähr die halbe Stunde auf den neuen Handelstag mit Schwerpunkt DAX vorbereiten. Vielen, vielen Dank. Grüße aus Berlin. Schlusswort vom Jochen. Jawohl, danke Jens, wie immer für die Co-Moderation, auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die vielen Fragen am hellen Morgen. Nochmal achten Sie bitte auf die EZB-Zinsentscheidung. Ja, manchmal passiert gar nichts, aber manchmal kann es da wirklich tierisch abgehen. Und Zurückhaltung hat noch nie jemandem geschadet. Ich sage es immer wieder dazu, wenn Sie sich zurückhalten, entgeht Ihnen vielleicht mal ab und zu was. Aber Sie machen in der Regel auch weniger Verluste und konzentrieren sich auf halbwegs gute Signale. Und Sie werden sehen, dass das Trading relativ schnell besser läuft. In diesem Sinn viel Erfolg, machen Sie es gut, Ihr Jochen Schmidt. Tschüss.